Da. Und ich darf euch jetzt jemand ankündigen, der ein, zwei Wochen nachdem ich auf die Straße gefallen bin, meinte: Lars, du brauchst vielleicht Hilfe. Und das Einzige, was ich machen kann, ich kann dir ein bisschen mediale Aufmerksamkeit geben. Und ich sage euch eins, ich habe es damals vielleicht nicht ganz verstanden, aber hätte ich die mediale Aufmerksamkeit nicht gehabt, wäre ich noch viel krasser zerrissen worden und hätte niemals die Chance gehabt, mich selber zu äußern. Hier ist Ken Jeps von Ken FM. Ich grüße euch. Man hat mir gesagt, als ich auf die Bühne gehen wollte oder man mich eingeladen hat, ich hätte begrenzte Redezeit. Das ist kein so guter Tipp, aber ich versuche mich dran zu halten. Erstmal möchte ich euch, oder soll ich euch ganz herzlich grüßen. Ich komme gerade aus Griechenland, ich bin vor wenigen Stunden gelandet und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei denjenigen bedanken, die nicht immer sagen, was sagen denn die Leute, die anderen Leute sagen die, sondern die sich gefragt haben, was tun denn die anderen Leute. Wir haben ja mit unserer Medikamenten-Nothilfe für Griechenland euch aufgefordert, uns zu unterstützen, Geld zu sammeln für Menschen, die in Griechenland durch das Raster gefallen sind und nicht immer mehr einen Arzt bekommen, weil sie nicht bar bezahlen können. Man muss sich das vorstellen, in den letzten vier Wochen sind 230.000 Euro von euch zusammengekommen. Ich schätze, wir schaffen die Viertelmillion. Gebt euch selbst einen Applaus, wir hätten nicht damit gerechnet. Es ist fantastisch. So, ich habe auch ein bisschen Farbe bekommen. Ich sehe schon die Schlagzeile von den üblichen Verdächtigen. Jepsen kehrt braun zurück. Ja, ich habe inzwischen einen Humor entwickelt, ihr seht es, ja. Ich möchte mich auch bei Lars Meholz bedanken. Ich habe ihm damals nämlich gesagt, nicht nur mediale Aufmerksamkeit, sondern du wirst auch ein bisschen Heckenschützenhilfe brauchen, weil du wirst dich noch wundern, was man aus dir macht. Und ich bin da ja schon ein bisschen, sage ich mal, ja, gewappnet gewesen. Ich bin wahrscheinlich immer schon so drauf gewesen, aber ein Otto-Normalbürger wie Lars Meholz, der ja relativ neu in diesem Metier ist, obwohl er politisch sich lange damit beschäftigt hat, das konnten wir auch gerade im Russia Today Deutsch Interview lesen, aber dass er trotzdem nicht eingeknickt ist, ja, was man über ihn alles behauptet, dass er trotzdem hierher gekommen ist als ein Otto-Normalbürger, in dem ihr euch selber auch erkennen könnt, da muss ich nochmal sagen, ziehe ich jetzt meinen Hut, den ich nicht auf. Hab Riesenapplaus auch an Lars, dass er das durchhält, weil ich kenne auch eine Menge Leute, die dann auch Kollegen, journalistische Kollegen, die dann irgendwann durchdrehen und sich einschließen oder später vom Adler und hungern. Darauf komme ich vielleicht auch noch zu sprechen. Also ich möchte zwei, drei Punkte ansprechen, wo ich sagen kann, ich bin ja Reporter und ich habe wieder in Griechenland festgestellt, dass egal wie viel man recherchiert, egal wie viele Quellen man anzapft, es ist nochmal was anderes, wenn man dann vor Ort ist und auf diejenigen trifft, über die man immer geschrieben hat. Ja, das rate ich auch mal der Politik, wenn sie über Flüchtlinge spricht, einfach mal Flüchtlinge treffen. Ja, es ist was ganz anderes, einfach mal Flüchtlinge treffen. In Griechenland ist eine Situation, wir haben ja versucht oder wir haben es getan mit Dr. Athanasios Tsjanis von der Uniklinik Leipzig zu gucken, wo geht denn das Geld hin, was ihr uns in die Hand geht, weil es ist ein enormer Vertrauensbonus. Und wir haben gesagt, ja, wir werden kein Geld auszahlen, sondern wir versuchen es eben in Medikamenten und auch Hardware, also medizinisches Gerät zu packen. Und ich möchte euch nur eine Geschichte erzählen, zum Beispiel, ich war an der Uniklinik in Patras, das ist eine relativ große Stadt, 350.000 Einwohner, zuständig für etwa 1 Million Menschen. Und die haben dort eine Transplantationsabteilung für Menschen, die Leukämie haben. Da kommt es ja auf jeden Tag an, dass dort eben Rückenmark transplantiert wird. Und da fehlt es dann an 3.000 Euro, um quasi an den gesamten, an das gesamte Material, was weltweit ja existiert, das ist ja ein Netzwerk, heranzukommen. 3.000 Euro sind nicht da, weil bei der Klinik gibt es einen Investitionsstopp. Und das bedeutet, ich habe auch mit Leuten dort gesprochen, wir waren auch mit dem Team da, wir werden das zeigen, dass Menschen, die dort liegen und die Rückenmark brauchen, und zwar jede Stunde, dass die einfach darauf warten. Und ich habe trotzdem mit Leuten gesprochen, die in den Betten lagen. Und von 5 Patienten bekamen 5 Patienten Rückenmark aus Deutschland. Aus Deutschland. Und das bedeutet, dass wir die Rückenmarkspender hier in Deutschland, in Griechenland behindern, weil ihre Spende dort nicht ankommt, wegen 3.000 Euro. Sind das die Werte in Europa, von denen wir reden? Ich denke, nein. Ich denke, nein. Und da haben wir zum Beispiel gesagt, bezahlen wir die Lizenz. Und es gibt einen Kühlschrank nicht, um diese Materialien aufzubewahren, weil es ja runtergekühlt werden muss. Also einfachste Dinge. Mit den meisten Ärzten konnte ich auch Deutsch sprechen. Viele von denen haben in Deutschland studiert. Mediziner, wirklich Koryphäen. Und ja, was ich in Griechenland gesehen habe, war eben nicht nur Niedergeschlagenheit. Ich habe auch Hoffnung gesehen, weil was mir aufgefallen ist in den Tagen, wo ich auch in Athen war, wo ich in Patras war, wo ich rumgefahren bin, ich habe kein einziges Wort, kein einziges schlechtes Wort über Deutschland gehört. Die Leute können sehr wohl differenzieren zwischen der deutschen Bevölkerung und der deutschen Regierung. Das muss uns klar sein. Ich habe auch versucht, die griechischen Gazetten zu lesen oder mir vorlesen zu lassen. Ich habe nicht die schlimmen Schlagzeilen gesehen, die wir hier über die faulen Griechen lesen. Wenn wir ja von Werten sprechen in Europa, können wir von den griechischen Werten eine Menge lernen.
Ich habe auch mit Griechen gesprochen, die gesagt haben, natürlich ist es so, dass in Griechenland Reformen stattfinden müssen. Aber warum muss die einzelne Bevölkerung ja, für die korrupte Politik der Eliten der letzten 25 Jahre bezahlen? Und das ist doch hier genau dasselbe. Ja, und dann habe ich natürlich, ich war auch auf einer kleinen Insel, da habe ich nämlich Schuhe entdeckt von Menschen, die angelandet sind, aber es nicht geschafft haben, nur ihre Schuhe haben es geschafft, ja, der Rest ist ertrunken. Ich bin auf eine Familie getroffen, die sind zu fünft von der türkischen Grenze rübergemacht, natürlich illegal, und sind zu dritt angekommen. Da fehlte dann der Vater oder da fehlte der zweijährige Sohn. Und ich frage einfach mal jemanden, ich habe selbst Kinder, wie würden wir denn damit umgehen? Die kamen übrigens aus Aleppo, aus Syrien, ein Land, was wir mit unserer NATO destabilisiert haben. Denn wir werfen dort Bomben ab und keine Care-Pakete. Wenn die mit Kriege auf. Ja? Ich habe mit dieser. Wie würden wir reagieren, wenn euer Vater auf der Flucht sterben würde oder der zweijährige Sohn? Wärt ihr dann auch einigermaßen gut drauf? Und wie sieht die Politik aus? In Griechenland kommen jeden Tag 5000 Menschen an, die sich retten wollen. Das sind genauso viele Menschen, 5000 ist die klassische Zahl, die damals ja, nach Amerika eingereist sind, um Amerika zu bevölkern. Nur Griechenland ist nicht Amerika. Vielleicht auch zum Glück. Wie soll denn Griechenland mit diesen Flüchtlingen umgehen? Natürlich werden die weitergeschickt, ja, gerade in einem Griechenland, mit dem wir es zu tun haben. Und die machen natürlich rüber über Mazedonien oder über Ungarn und versuchen den Weg nach Österreich oder Deutschland. Und das ist auch richtig, weil sie wurden auch durch deutsche Bomben und deutsche NATO-Politik aus ihrer Heimat vertrieben. Und ich glaube, sagen zu können, ein Arzt aus Syrien, ja, strebt nicht nach einer Karriere als Arbeitsloser in Thüringen oder Sachsen. Das ist für ihn keine Option, das ist für ihn keine Perspektive. Und während ich dort war, las ich die Schlagzeilen, was in Deutschland abspielt, dass hier Flüchtlingsheime wieder brennen. Und ich habe auch unter Herrn Gauck wieder gehört, das wäre ja praktisch Angriff, das wäre eine Art von Mord, das wäre ja kriminell. Und ich möchte den Neonazis und diesen verstrahlten Menschen Folgendes sagen. Wenn ihr Probleme mit Syrien habt, wenn ihr Probleme mit Flüchtlingen habt, aus Syrien, aus dem Irak, von wo auch immer, dann gibt es schon einen Ort, wo ihr hingehen könnt, um zu demonstrieren. Geht nach Rammstein! Weil Rammstein und die Flüchtlinge, die dann nach Heidenau kommen, hat unmittelbar miteinander zu tun. Aber wir müssen uns doch die Frage stellen, wie kann es sein in einem Land wie diesem, mit diesem Bildungsstand, dass es so dumme Menschen in Deutschland überhaupt gibt? Dass es sie überhaupt gibt und welche Funktion haben diese dummen Menschen für uns? Welche Funktion haben sie? Sie sollen uns auch alle spalten oder sie sollen uns kontaminieren, damit man auf uns zeigen kann und sagen, ihr seid wie die. Das sind wir nicht. Ja, das sind wir nicht. Wir müssen auch diesen Verstrahlten helfen. Wir dürfen uns nicht auseinander dividieren lassen. Und wir müssen A und B zusammenbringen. Ohne Rammstein, ohne die deutsche Waffenpolitik gäbe es auch nicht so viele Flüchtlinge weltweit. Und während ich in Griechenland war, tauchte ja hier am Horizont eine Studie auf. Ja? Hergestellt von einem Mann, der früher bei der IG Metall gearbeitet hat oder bei der Frankfurter Rundschau gearbeitet hat. Warum ist die Frankfurter Rundschau denn eigentlich so pleite, wenn der so gut ist und so top recherchiert? Und er war lange bei der IG Metall. Was macht die IG Metall? Die IG Metall steht auch für den deutschen Maschinenbau. Was ist der deutsche Maschinenbau? Ein anderes Kosewort auch für die deutsche Waffenindustrie. Natürlich ist er gegen die Friedensbewegung. Natürlich, und das muss uns klar sein, bis in die IG Metall sind Menschen gegen die Friedensbewegung, weil wenn Europa eine Entspannungspolitik bekommt und wir nicht aufrüsten, dann bedeutet das Ärger für die Arbeitsplätze in diesen Industriezweigen. Und deswegen müssen wir in diesen Industriezweigen helfen. Das müssen wir machen, ja? Wir müssen uns derer, die in den Waffenindustrien in Deutschland arbeiten, annehmen, damit die eine andere Möglichkeit haben. Und es gibt andere Möglichkeiten. Man muss A und man muss B zusammenbringen. Ich persönlich schäme mich zutiefst, ja, mein Vater kommt ja auch aus dem Ausland. Ich schäme mich zutiefst für die, ja, die hierher kommen mit dem Letzten, was sie haben und angegriffen werden. Denn dass wir heute hier stehen, dass ich hier heute stehe, im Ost- oder Westteil der Stadt, ich weiß es gar nicht. Wie muss man sich das denn vorstellen, ohne Flüchtlinge, die damals rüber gemacht haben? Nur hießen die Leute, die ihnen damals geholfen haben, eben nicht Schlepper, sondern das waren Fluchthelfer. Und denen haben wir geholfen. Und ein Vorredner hat es ja angekündigt. Wenn man sich überlegt, Ostdeutsche sind über Ungarn gegangen, man hätte dort auf sie geschossen, dort sie gejagt und dort ihre Flüchtlingsheime angezündet. Und habt ihr euch mal ein Lager angeschaut in Ungarn um 89, was von deutschen, ostdeutschen Flüchtlingen verlassen wurde? Das wurde auch verlassen. Was würde denn jeder Flüchtling tun, der weg kann? Er lässt alles stehen und liegen, das ist doch völlig normal. Alles Menschen. Ja? Es wäre merkwürdig, wenn die Zelte einpacken würden. Das ist so, und ich muss doch nur sagen, wenn ich mir ja auch anschaue in der Studie, wo über uns gesprochen wurde, uns alle, wir haben alle miteinander zu tun, die dort genannt wurde. Wir sind alle im Internet. Ist das Recherche?
Was ist denn das? Und man lädt uns nicht ein. Man lädt mich nirgends ein, um dann zu sagen, bei uns spricht der nicht. Das ist ein bisschen, wenn du sagst, die Leute, die wir damals in Stammheim in eine Zelle gesperrt haben, die haben mit uns nicht kommuniziert, ja, die waren in Einzelhaft. Das ist das, wie man uns Kirre machen möchte. Und ich als Pressevertreter möchte eins sagen. Es gibt immer Leute, die sagen, wie viele sind denn auf die Mahnwachen gekommen? Genug. Es sind genug Leute auf die Mahnwachen gekommen. Es gibt ja auch Kameras, die das, was ich zum Beispiel sage, hoffentlich genauso ungeschnitten weitergeben. Damit man sich ein eigenes Bild machen kann. Und das alles, und damit fing die Mahnwache ja an, hat natürlich mit unserem Wirtschaftssystem zu tun. Denn ein Flüchtling, der von irgendwo weggeht, da müssen wir uns doch die Frage vor, was fliegt der eigentlich vor unseren NATO-Bomben? Weil dieses Wirtschaftssystem lebt davon, sich auszubreiten. Wir nennen es Wirtschaftskrebs. Und wir müssen uns von diesen Wirtschaftssystemen trennen. Wir müssen unser Geldsystem hinterfragen. Und wer uns deswegen angreift, weil wir das Geldsystem hinterfragen und dann das sofort mit irgendjemand etwas kontaminiert, da muss man sich doch mal die Frage stellen, für wen arbeitet der eigentlich? Findet er etwa die Situation perfekt? Wenn man ein System hinterfragt, ist man suspekt. Wenn man versucht, die Gegenseite zu verstehen, ist man ein Putin-Versteher. Wenn man besser, wenn man einen Putin nicht verstehe, ist, die gibt es schon in den Gazetten. Dann ist man ein Kreml-Freund. Ist man besser als Journalist, wenn man ein Kreml-Feind ist? Wie die Worte benutzt und verdreht werden, wenn man jemanden versteht, heißt es noch lange nicht, dass man für alles Verständnis hat. Aber als Journalist zum Beispiel muss ich mich mit allem auseinandersetzen. Das ist mein Job, dass ich mit allen rede. Und ich weiß nicht, ich krieg's dann über YouTube mit, ja, wie zum Beispiel ein Totenhöfer in irgendeiner komischen ARD-Sendung auseinandergenommen wird, weil er in einem Buch geschrieben hat, was ein Dschihad-Kämpfer ihm gesagt hat. Da sagt man zu ihm, das haben Sie gesagt. Weil Sie haben ja mit dem gesprochen, dann ist das auch Ihre Meinung. Dann ist also die Meinung vom Spiegel die von Assad, weil die haben mit dem ja ein Interview gemacht. Und uns wirft man vor, die wir hier sind, wir würden schlecht recherchieren. Was ist denn, stoppt Putin jetzt wenige Stunden nach dem Abschuss der Maschine? Ist das gut recherchiert? Ist das gut recherchiert? Und das ist der Punkt. Es reicht nicht, dass wir uns darüber nur aufregen. Mit der deutschen Presselandschaft ist irgendetwas überhaupt nicht in Ordnung. Ich glaube, das kann man sehen, weil das ist ein Netzwerk, weil da steht überall dasselbe drin. Ja? Und die Frage, ja, oder die Antwort vielmehr, das Problem, was sie mit uns haben, ist doch, viele, die mit mir zusammenarbeiten, sind ehemalige etablierte Spitzenpolitiker. Ist Willy Wimmer ein Verstrahlter oder hat er 30 Jahre für diese Regierung gearbeitet, also für die CDU-Regierung unter Helmut Kohl? Das ist ein Verstrahlter. Ja? Ist Albrecht Müller ein Verstrahlter oder hat er das Kanzleramt geleitet unter Willy Brandt? Ja? Das ist doch die Frage. Warum haben wir nicht auf einen Egon Bahr gehört? Der Mann, der die Ostpolitik wesentlich hervorgebracht hat, und er hat ja neulich vor einer Schule gesagt, in der Politik geht es niemals um Humanismus und Menschlichkeit, es geht immer nur um Interessen. Merken Sie sich das, egal was man Ihnen erzählt. Und was wir brauchen in unserem Wirtschaftssystem, und da bin ich dagegen, und zwar extrem, ich bin gegen Krieg, ich bekenne das offen. Ich sag's doch mal, für alle, die hier sind und sagen, was sagt er denn jetzt wieder? Ich bin gegen Krieg, ja? Ich bin gegen Krieg, und wenn Herr Gauck zum Beispiel sagt, wenn man irgendwo in Österreich einen Lastwagen abstellt und da sind 70 Tote drin, das ist Mord. Was ist denn ein Drohnenangriff? Das ist auch Mord. Gib mir die Antwort. Was ist ein Drohnenangriff? Es ist... Was ist ein Drohnenangriff? Und deswegen schließt Rammstein. Es nützt nichts, nur raus aus der NATO, die NATO raus aus Deutschland. Okay? Und ich weiß auch, ich weiß es von Willy Wimmer, ich weiß es von anderen. Wir werden in Kreisen der Militärs gehört. Viele Soldaten sind auf unserer Seite, weil die genau wissen, dass sie missbraucht werden. Ein deutscher Soldat hat am Hindukusch überhaupt nichts zu suchen, holt unsere Jungs nach Hause. Aber kaum, ich bin ja heute Morgen gelandet, da lese ich doch sofort eine Schlagzeile, in Deutschland kauft jetzt wieder bei Heckler und Koch. Da habe ich mich direkt gefreut. Ja? Was machen wir da? Das ist nicht meine Wirtschaftspolitik. Und wenn wir davon abhängig sind, Kriege zu führen, um andere Staaten kaputt zu machen, damit sich unser Wirtschaftssystem ausbreiten kann, dann stimmt mit unserem Wirtschaftssystem etwas nicht. Mit unserem stimmt etwas nicht. Und man muss sich mal vorstellen, nur mal umdrehen, wie es Daniele Ganser immer macht als Friedensforscher. Afghanische Soldaten würden hier patrouillieren. Soldaten aus dem Irak würden in Bayern patrouillieren, um die Sicherheit Kabuls oder so zu rechtfertigen. Wie würden wir damit umgehen? Aber das sind ja bloß Menschen, die wir nicht kennen, die können wir auch beschießen. Und da sage ich nein.
Wenn wir etwas ändern wollen an der Flüchtlingspolitik, und ich möchte etwas ändern, und ich glaube, jeder Mensch möchte in seiner Heimat bleiben, ja, und hat so etwas wie Heimweh, dann sollten wir als Bürger, die wir hier sind, dafür sorgen, auch ohne die Massenmedien, dass diese Menschen aus ihrer Heimat nicht vertrieben werden. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, gegen die Waffenindustrie vorzugehen, unsere Aufgabe, in Rammstein zu sein. Das ist der Ursprung der Asylpolitik, das ist der Ursprung der Flüchtlingspolitik. Es ist Rammstein. Das ist der Punkt, okay? Das müsst ihr verstehen. Und ich stehe nicht dahinter. Und ich fühle mich auch nicht bedroht durch Russland, weil nicht Russland hat sich ausgebreitet, sondern die NATO. Okay? Das ist eine inzwischen eine Terrororganisation, die jeden angreift, der nicht schnell genug auf den Bäumen ist, ja? Und das mit irgendwelchen dubiosen Zielen rechtfertigt, wegen der Freiheit. Was für eine Freiheit? Eine Freiheit, die du mit Bomben abwerfen musst? Solche Diskussionen habe ich geführt auf dem Syntagmaplatz in Athen. Da sind sehr viele junge Menschen, auch sehr viele Frauen, die über Politik Bescheid wissen und sich auskennen. Ich soll euch schön grüßen. Ihr denkt ähnlich. Ihr denkt ähnlich. Und ich bin auch durch das Akropolis-Museum gegangen und habe mir mal angeschaut, welche Geschichte dort ist. Und die Flagge, die oben drauf fehlt, ja, blau-weiß, ist ja von diesem Herrn Otto aus Deutschland. Das sind sogar deutsche oder bayerische Farben. Es gibt Gemeinsamkeiten. Entscheidend für uns ist, die wir hier stehen, überall stehen, Podemos, dass wir uns nicht auseinander dividieren lassen. Und damit komme ich zum Schluss, Freunde. Ich nenne offizielle Zahlen. 85 Menschen, 85 mehr als hier stehen, haben so viel Kapital und damit auch so viel Macht wie 3,5 Milliarden. Und 147 Firmen, eine Zahl von der ETH, 147 Firmen beherrschen die Welt. Und was bedeutet das für uns? Diese wenigen Überschaubaren und ihre Schranzen, die rumlaufen, haben keine Chance gegen 7 Milliarden Menschen, die dagegen sind. Wenn wir verstehen, dass wir das zusammentun müssen. Zusammen. Und es wird immer irgendwelche Leute geben, die versuchen, das in eine rechte, linke oder welche Ecke auch immer zu färben. Aber der Weg führt nach innen. Der Weg führt nach innen, Freunde, okay? Und deswegen, man kann nicht nur Gandhi lesen, man muss den zivilen Ungehorsam auch leben. Und es muss einem egal sein, was die anderen denken. Es ist nur entscheidend, was die anderen tun. Und wir haben euch ja aufgefordert, etwas zu tun. Und es waren nicht zwei oder drei Personen, jedenfalls nicht die 85, ja, die 230, 35.000 Euro gespendet haben. Es waren sehr viele Mikrospenden. Leute, die sich das gar nicht leisten können, haben für Griechenland gespendet. Und das ist das, was ich unter Globalität verstehe. Für mich ist Globalität Solidarität. Globale Solidarität, das müssen wir globalisieren. Und keine merkwürdigen Wirtschaftsabkommen mit Amerika für einen Freihandel, wo alles schon frei ist, aber immer nur für dieselben. Okay? Und es ist auch keine Kunst, etwas abzugeben, was man selbst dreifach und vierfach hat, sondern sich von etwas zu trennen, was man möglicherweise gar nicht braucht. Und ich war auf einer Insel in Griechenland, ohne Traffic, ohne Verkehr und ohne Läden. Ich habe nichts kaufen müssen. Ich bin quasi vom Konsum komplett entgiftet. Und es fühlt sich einfach gut an. Ihr braucht diesen ganzen Scheiß überhaupt nicht. Ja? Ihr braucht es nicht. Ja? Und deswegen leben wir eigentlich in einem Postkapitalismus. Es reicht für alle, nur die meisten haben kein Geld mehr dafür. Und was unser System macht, es verarscht euch mit Zahlen. Menschen werden zahlen, Bilanzen. Ich stelle hier einen Container hin mit 2000 Liter Wasser. Und dann kann ich sagen, ja, Wasser für alle waren da, aber nur ich und die fünf, die hier rumkommen, haben Zugriff. Aber später die Bilanz, es war Wasser für alle da, aber die meisten kommen nicht ran an das Wasser, an das demokratische Wasser. Weil die, die hier sind, die sind korrupt und mit denen arbeite ich gegen den Rest. Aber ihr da hinten und ihr da hinten, ihr seid die meisten. Ihr seid die meisten. Und wenn euch das klar wird, und ihr zusammenarbeitet, euch nicht rechts, links oder sonst wohin drängen lasst, dann gibt man euch irgendeinen Namen wie Querfront. Was ist Querfront? Da zitiere ich mal Petra Kelly, die Mitgründerin der Grünen. Die hat nämlich damals schon gesagt, wir sind nicht rechts, wir sind nicht links. Dann sind die Grünen Querfront? Ja. Die Grünen sind Querfront, seit sie mit der SPD in Jugoslawien Krieg beschlossen haben. Das ist die Querfront. Und deswegen macht das, was die Medien euch aufgefordert haben in diesem Fall. Wählt diese Querfront nicht. Okay, weil ihr seid verdächtig, zum Teil auch bei den Linken, wenn ihr nicht für die NATO seid, ausnahmsweise. Bei der NATO darfst du nie eine Ausnahme machen, ihr seht, was die tun. Ja, in eurem Namen bringen die irgendwelche Menschen um, die sie nicht kennen. Da bin ich dagegen und ich bin gespannt am 3. Oktober, wenn Herr Gauck hier wieder amerikanischen Besuch empfängt, ob da kritische Worte sind. Ja, man muss sich das vorstellen, dass wir hier stehen, ist doch nur deswegen so, weil Flüchtlinge ausgereist sind. Ich glaube, parallel dazu gibt es einen Tag der offenen Tür vor Angela Merkel. Die würde doch da gar nicht sitzen oder ausreisen. Von mir aus kann die inzwischen nach Amerika ausreisen und an irgendeiner Uni lehren mit ihrem Freund Joschka Fischer, das ist mir egal, ja? Aber
aber, und das ist entscheidend, ich habe gesagt, ich komme zum Schluss, dass das passieren kann, wie es passiert, und da wiederhole ich mich, womit hat das zu tun? Mit unserer Passivität, weil wir sind ja die meisten. Und warum sind wir so passiv? Und da wird Rüdiger Lenz mir natürlich recht geben, weil wir als soziale Wesen natürlich auf eine Gruppe angewiesen sind, die zu uns hält. Und wir haben Angst, dass die uns fallen lassen. Aber vielleicht lassen die uns gar nicht fallen. Vielleicht heben die auf eins Podest und sagen, du bist aber mutig, mir ist es so gegangen. Auch ihm würde es so gehen. Und ihm würde es so gehen. Wenn jemand in eurer Gruppe etwas anderes äußert, dann grenzt ihn nicht aus. Gebt ihm die Chance, dass er keine Angst davor haben muss, was er denkt. Denn vielleicht ist es der richtige Gedanke. Das heißt, lasst euch nicht von draußen erzählen, was ihr in eurer eigenen Gruppe an Informationen duldet oder nicht. Es gibt nicht zu viel Information. Es gibt nicht zu viel Bildung. Es gibt nicht zu viel Humanismus. Es gibt nicht zu viel Verständnis. Sie haben davon zu wenig. Wir haben nur Zahlen im Kopf und Konten. Und ein letztes, weil ich über das Geldsystem gesprochen habe. Ich habe mal eine Sendung gemacht, ja, zum Wunder von Wörgl, was in den 30er Jahren stattgefunden hat in Österreich, wo man sich abgekoppelt hat vom Geld und wo plötzlich ja, ein Wirtschaftsboom stattfand, bis die Zentralbank mit dem Militär einrückte. Schon 1815 auf den Kanalinseln, nach den Napoleonischen Kriegen hat man das gemacht, dass eine völlig pleite Gemeinde sich selber einen Kredit gegeben hat mit eigenem Geld und war damit sehr erfolgreich. Und deswegen darf man heute nicht mehr drüber sprechen, denn wenn sich das rumspricht, dass das Einzige bei der Bankenkrise die Banken sind und dass die eine Krise haben, wenn wir uns verabschieden, dann hat die Bank kein Problem. Aber nicht ihr! Okay? Nicht ihr! City of London, Frankfurt am Main, brauchen wir nicht! Ja? Beschäftigt euch mit etwas, mit dem ihr jeden Tag zu tun habt, womit ihr euch nie beschäftigt habt oder zu wenig, nämlich Geld! Wie funktioniert Geld? Jedes Problem ist an Geld gekoppelt, was andere ausgeben, die ihr nicht kennt, die dann ganze Staaten regulieren mit Troika, IWF und Weltbank, nicht demokratisch gewählt. Und wenn wir das sagen, dann sind wir die Antidemokraten, sagen uns die, die nicht gewählt sind, da stimmt doch was nicht. Und das, Freunde, das sind die Fakten. Das ist keine Meinung, das ist auch keine Kurzstudie, das sind die Fakten. Ich bin nicht der Besitzer der Deutschen Bank. Warum muss sich ein Staat von privaten Banken Geld leihen, um haushalten zu können? Gerettet eine Abhängigkeit oder machen die das alles selbst los? Es geht doch in diesem Europa nur um Geld. Wir reden doch bei Griechenland nur um Geld, bei Italien nur um Geld, Spanien nur um Geld, Portugal nur um Geld. Und wenn ich aber dann von Geld rede, dann komme ich aus einer merkwürdigen Ecke. Das alles machen wir doch bloß wegen Geld. Und sind doch die Griechen und ihre Werte total egal. Wir wollen unser Geld. Aber es ist gar nicht unser Geld, das ist das Fiat-Geld von Banken. Es gibt keinen Flughafen mehr in Griechenland, der den Griechen gehört. Der gehört jetzt irgendwelchen deutschen Firmen. Ich wette, die wollen dort Profit machen. Die privatisieren sogar das Wasser. Und wenn sie in Griechenland durch sind, dann gehen sie nach Italien, dann gehen sie nach Spanien, dann gehen sie nach Portugal und irgendwann gehen sie auch nach Deutschland, Freunde. Und aus diesem Grund, ja, schaffen wir es, ja? Diese geldgierige oder geldkranke, die sind ja süchtig, Elite, von denen können wir uns nur befreien, wenn wir sie in ein Resozialisierungsprogramm packen, in einem Zoo, wo die sich gegenseitig Ferraris verkaufen dürfen oder teure Yachten. Aber das können wir nur zusammen schaffen. Okay? Ich bin Europäer. Ich bin Europäer. Und ich habe eine Menge von den Griechen gelernt und von den Italienern. Und von den Portugiesen und von den Spaniern und von den Ostdeutschen und den Westdeutschen und von den Frauen und von den Männern, von Kindern. Ich bin Europäer. Christus. Okay? Und ich bin kein besserer Europäer, weil ich einen deutschen Personalausweis habe. Ich habe schon vor Jahren versucht, ja, in der Bundesdruckerei aus meinem Personalausweis das Wort Deutsch austragen zu lassen, gegen Mensch zu ersetzen. Da hat mir gesagt, das ginge nicht mit diesem Gesicht. Okay, das sollte unser Ziel sein. Unser Ziel sein sollte uns als Individuen, als Menschen zu betrachten. Nicht, woher kommst denn du? Wo immer ich war in Griechenland, traf ich sympathische Menschen. Viele davon waren aus Griechenland. Viele hatten sich in Griechenland zur Ruhe gesetzt und kamen aus Deutschland. Das ist Globalität, Reisefreiheit, aber eben auch im Kopf. Im Kopf eine Reisefreiheit. Und weil ich Sie gerade sehe, Sie, heben Sie ruhig die Hand. Sie machen nicht den Eindruck, als wenn Sie 100% deutsch wären. Fühlen Sie sich wohl in diesem Land. Bleiben Sie, solange Sie wollen. Ich besuche auch Ihr Land mal. Wir sind Nachbarn, wir sind Freunde. Sie wollen nicht meine Jacke und ich will nicht Ihren Pullover. Aber wenn ihr abmachen könnt, wir tauschen, weil wir sind Kumpels. Okay, weil ich erkenne Sie als Mensch. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich und zwar für bei allen, die uns Geld, wieder Geld in die Hand gedrückt haben. Immer sind wir noch in dem System, damit wir uns davon nichts Persönliches kaufen, sondern Nachhilfe. Das ist ja wohl selbstverständlich.
Und das ist wirklich der letzte Satz in dieser merkwürdigen Studie, auf die wir auch noch eingehen werden. Ja? Da hieß es ja dann immer, wir hätten beachtliche Klickzahlen bei Positionen zum Beispiel. Ich habe gesagt, es wird eine zweite Sendung geben. Sie entsteht im September, Freunde. Die zweite Aufgabe von Position wird kommen. Ich glaube, wir haben da die 500.000er Klickrate, die schlagen. Und ich kann denen, die uns geschrieben haben, Folgendes sagen. Es gibt in Deutschland nicht 500.000 Menschen Querfront, die Position verstehen würden. Die gibt es nicht. Sondern Leute, die sich das angucken und nachdenken und gucken, wer da auftreten, haben was im Kopf und sie hinterfragen ihr Leben. Und das sind für mich wahrhafte, wache Demokraten, die etwas Wesentliches tun. Sie widersprechen der vorgegebenen Meinung der Massenmedien und der demokratischen Schauspieler da oben. Und solange es solche Leute noch gibt, die das, was man ihnen sagt, hinterfragen und eine eigene Meinung in 3000 Kommentaren äußern, da sind auch ein paar Beknackte dabei, okay. Aber solange es solche Leute noch gibt, die sich etwas trauen, habe ich Hoffnung in dieses Land und in diese Demokratie, denn die müssen wir zurück. Wir haben uns ein ganzes Stück hinaus entfernt aus der Demokratie. Macht eure Schnauze auf, kommt auf die Bühnen, sprecht in den Familien, schließt euch an, seid gegen Krieg und macht es laut. Und habt vor allem keine Angst davor, was irgendwelche Menschen in irgendwelchen Gazetten über euch denken. Die denken meistens nicht, die gucken auf ihren Lohnzettel und wollen dort weiter beschäftigt werden. Diese Menschen haben Angst. Angst, was passiert, wenn sie dort nicht mehr arbeiten. Helft diesen Menschen aus diesen merkwürdigen Büros, weil eigentlich verstehen sie uns, aber sie dürfen es nicht sagen, weil sie dann gefeuert werden und der BMW noch nicht abbezahlt wird. Sie brauchen aber vielleicht gar keinen BMW. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Und vielleicht noch ganz zum Schluss. Ich weiß, dass Leute mir gesagt haben, du bist so ein Vorbild, was du machst. Bitte mich nicht als Vorbild. Ich mache nichts Besonderes. Ich mache einfach das, was ich immer gemacht habe. Das könnt ihr auch. Ich mache die Schnauze auf. Und das, was ich sage, kann ich nur deswegen sagen, weil ich keine Angst habe. Und hinter mir stehen sehr viele Leute, die ähnliche Gedanken haben oder andere Gedanken. Ich fordere euch auf, wenn ich mal nicht da bin, macht die Schnauze auf und sprecht miteinander. Und lasst euch von anderen nicht erzählen, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Weil das ist der Teil der Demokratie. Eine freie Stimme, eine freie Rede. Ich bedanke mich. Mein Name ist Ken Jebsen, meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Vielen Dank. Tschüss. Danke, Ken FM. Hinter dir stehen Leute, die aufpassen auf dich und auf uns alle. Könnt ihr euch vorstellen, wie schwierig das ist, zu einem Ken Jebsen zu gehen und zu sagen, du, wir haben keine Zeit. Aber es lohnt sich halt auch jedes Mal wieder. Vielen Dank, Ken, für die Rede und auch für dein Engagement in Griechenland. Großartig.